dem, der die Kunst des Flanierens, diese Spielart der Geduld, leidlich beherrscht, helfen die Zufälle, schreibt Leopold Federmeier im Vorwort zu seinem neuen Buch Tokio-Fragmente. Der 1957 in Oberösterreich geborene Schriftsteller und Übersetzer lebt seit 16 Jahren in Japan. Ein Jahr vor der Katastrophe von Fukushima begann er Wahrnehmungen und Begegnungen während seiner ausgedehnten Spaziergänge durch Tokio aufzuzeichnen. Es entstand ein Text, der sich zunächst als offene Form und Work in Progress angelegt, mehr und mehr zu einer Erzählung entwickelt, deren Stränge in einer kleinen Bar zusammenlaufen. Einige Ausschnitte daraus liest jetzt Paul Matic. Musashi-Koyama ist nur 2 U-Bahn-Stationen von Meguro entfernt. Aber ich bin die Strecke noch nie zu Fuß gegangen. Noch etwas, das ich mir vornehme. Nicht für heute, denn es regnet und wird nicht so bald aufhören. Ein Lesetag. Ein Freiheitstag, dank dem Regen und den Leuten, mit denen ich nichts zu schaffen habe, so dass sie die notwendige Umgebung für mein verantwortungsloses Dasein bieten. Im Café setze ich mich diesmal an die Fensterfront. Zur Abwechslung, um auf die Straße hinauszuschauen. Die Tischlinie mit den Hockern vor dem Fenster ist geschwungen, ein langgezogenes S, dem auch das Fensterglas folgt. Oder umgekehrt. Rechts sitzt man in einer Art Erker, einem Vorbau. Links hat man eher das Gefühl, bei den Leuten herinnen zu sein. Ich wähle den Platz genau in der Mitte. So kann ich seitlich nach hinten in den Raum schielen, auf die Leute und nach vorn auf die Straße, die Häuserkuben, die Regenschirme, den glänzenden Asphalt, die Autos, die entschlossen die Fahrbahn wechseln, auf die Wartenden an der Bushaltestelle, den Bierführer, der nahe der Kreuzung die Kisten aus dem abgestellten Lastwagen holt, ein noch junger Mann, der als einziger keinen Schirm dabei hat. Wahrscheinlich nur, weil es ihm seine Arbeit nicht erlaubt, einen zu verwenden. Ein Japaner geht nicht ohne Schirm in den Regen. Auch wenn es nur ein paar Tropfen sind. Auch wenn er eine Mütze hat. Auch wenn er guter Dinge ist. Ein Japaner liebt diese Art von Kontakt mit der Natur nicht. Ich bin doch nicht aus Zucker, habe ich einmal versuchshalber zu einem Japaner im Regen gesagt. Eine halbe Stunde hat es gedauert, bis ich ihm verständlich gemacht hatte, was ich mit dem Satz sagen wollte. Schräg hinter mir sitzt, als ich dann doch einmal in den Raum schiele, eine alte Frau mit dauergewelltem, weißen, graugesträhnten Haar und lächelt zufrieden vor sich hin. Sie erinnert mich an die Frau, die ich in einem anderen Café dieser Kette einmal traf, eine Überlebende des Atomangriffs auf Hiroshima. So wie diese hier, hatte ihr langes Leben sie nicht verbittert, auch nicht das schreckliche Erlebnis und seine Folgen, sondern eher besänftigt. Und man hatte das Gefühl, wenn man mit ihr sprach oder sie auch nur ansah, dass sie mit jedem Wort, jedem Atemzug noch an Sanftheit gewann. Ich warte, bis die Frau ihr Lächeln zu mir herübergenickt hat. Dann wende ich mich wieder den Kuben zu. Diesen Würfeln und Türmen, die so glatt aussehen, glatt sind, geradlinig und glattflächig, 15, 20 Stockwerke, Türme von mittlerer Höhe, unten ein Konbini, dieselbe Ästhetik, proper und praktisch, an jeder Kreuzung 2 Konbinis. Langsam tröpfeln die Angestellten ins Café und essen ein Sandwich, trinken ein Glas Kaffee mit Eiswürfeln. 2 Hocker neben mir setzt sich eine Frau, stellt das Tablett ab, zieht automatisch den Fensterschirm runter, der alles, was draußen ist, in Schemen verwandelt. Ein Fensterschirm wie in den Vorortzügen, damit die Sonne nicht die Reisenden belästigt. Aber heute ist doch ein Regentag. Die Sonne scheint nicht. Also will die Frau einfach nichts sehen. Sie zieht diesen trüben Schirm der Bewegung von Autos, Menschen, Regenschirmen, Bildschirmen, Wolken, Tropfen, Ampelfarben vor.
Sie würde auch mit einer Wand vorlieb nehmen, würde die Wand anstarren. Tatsächlich gibt es solche Wände in vielen Cafés. Einmal saß ich lange Zeit als einziger Gast in einem, bis dann doch ein zweiter kam. Ein Mann, der setzte sich nicht auf einen der vielen freien Plätze, sondern auf einen der Stühle vor der Wand, die ihn anstarrte und die er anstarrte, bis er seinen Kaffee ausgetrunken hatte und noch eine gute Weile länger. Natürlich ist alles falsch. Schließlich sind wir in Japan. Das ganze Museum, das ganze Land, ein einziges gewolltes Imitat. Nur der Tag, also der Garten draußen, ist halbwegs Natur, arrangierte Natur. Travertin und Marmor, in Wahrheit Kunststoff. Nur die Statuen selbst sind eine Art Natur. Obwohl sie nichts anderes sollen als zeigen, was die Menschenhand, das Menschenhirn wollte und auch was es nicht wollte. Vor der Glasfront, die auf den Garten schaut, stehen seitlich Aphrodite und Zeus. Diese zwei, aus denen, wenn man so will, alles kommt, während du und du und du aus Penelope kommst. Aphrodite ist nur noch ein Torso, seit Jahrhunderten ein Torso. Und doch ahnt man, was sie darüber hinaus einmal war. Seit Rilke dieses schöne Gedicht über eine Apollstatue geschrieben hat, weiß man, welche Fülle an möglicher Bedeutung von der Leere, der annähernd auf nichts reduzierten Gestalt, ausgehen kann. Zeus aber, noch ganz bei sich, für immer bei sich, forever himself, schielt auf den Garten mit den Steinlaternen und den stolzierenden Kranichen im winterlichen Gezweig. Ein bisschen befremdet von seinem Aufenthaltsort wirkt er immer noch, unser Gott. Wo und wann hat ihn Herr Matsuoka wohl gekauft? Zu Beginn meines Besuchs habe ich nicht auf die Eingangsdaten der Kunstwerke geachtet, und seiner gemeißelten Lebensgeschichte zufolge hat der Kaufmann früh begonnen, sich für Kunst zu interessieren. Doch beim Rundgang durch sein Museum ist mir aufgefallen, dass das meiste in den fetten 80er Jahren, als er selbst über 80 war, in seine Sammlung gekommen sein durfte. Die Immobilienpreise stiegen ins Astronomische. Und was sollte ein alter Mann mit all dem Geld anfangen? Während sich betuchte Hausfrauen in Seidenkleidchen ungeniert auf den Podesten der Nobeldiskotheken räkelten, als könnten sie einer Aphrodite jemals das Wasser reichen. Längst vorbei, diese Zeiten, die ich nur vom Hörensagen kenne. Das Ende von Chauvin im Vulgärglamour. Die westöstlichen Kunstwerke sind ihrer Bestimmung gemäß geblieben. Und so kann ich auf meinem Rundgang in den hintersten Winkel vordringen, wo eine goldene, altägyptische Statue aus dem Dunkel schimmert. Auf ewige Zeiten hierher verbannt. Besser als in eine ewig lichtlose Pyramide, nicht wahr? Und im Nebenraum eine Skulptur, die entfernt an eine Geige erinnert, ein Violinenidol, wie auf dem Schildchen steht. 3200 bis 2700 vor Christi Geburt. Aus Griechenland. Oder Sizilien, ich weiß es nicht mehr. Wer am Mittelmeer um das Jahr 3000 wohl Geige spielte? Ohren sausen im Nonstop-Aufzug. Ich stehe allein in der nicht sehr großen Kabine. Oben dann, auf der Aussichtsetage, ein leichtes Schwindelgefühl. Vorsichtig nähere ich mich dem Fensterglas. Ich weiß, dass dieser Turm beständiger ist als all die kleinen und mittleren Häuser da unten. Trotzdem spüre ich ein Schwanken. Oder schwankt es in mir? Die Luft ist schwer zu atmen. Hier kann man bestimmt kein Fenster öffnen. Erst als ich im Café sitze, vergehen die Nachwirkungen des Anfalls, meine inneren Beben. Auch die Luft lässt sich wieder atmen.
Das Café ist leicht erhöht auf einer unmerklichen, halbkreisförmigen Tribüne, von weißen dorischen Säulen umgeben, einige davon zerbrochen unter dem Zahn der Zeit, dessen Metaphorik hier imitiert ist. Denn diese Säulen haben ein kurzes Leben hinter sich und waren schon immer zerstört. Theater, Zitat, Amphitheater. Ein schwarzes Klavier zwischen Gummibäumen. Ich schreibe, stehe auf, schaue auf die Stadt, fotografiere. Der lesende Mann am Nebentisch fühlt sich nicht gestört. Ich bin dezent. Die Digicam ist dezent. Ein Sportflugzeug fliegt vorbei. Es schwänzelt fröhlich wie ein Fisch, zeigt bei kleinen Richtungswechseln die Oberfläche der Flügel. Eine Grußbotschaft an uns, die einsamen Gäste. Gefühl der Reinheit jetzt. Großartige Reinheit. Vielleicht wegen dem vielen Himmel ringsum. Auch wegen der Reinheit und Ordentlichkeit des Lokals. Mit den millimetergenau aufgereihten Flaschen und Gläsern und Kannen, den exakt platzierten Servietten, Gabeln, Eiswürfeln, der fleckenlosen schwarzen Tickenfläche, die den Himmelsglanz zurückwirft und so einen zweiten Himmelsstreifen bildet. Und während ich schreibe, werde ich selbst von der Höhe infiziert, inspiriert. Zwischen den Bäumen des kleinen Parks zu Füßen des Tocho hat sich eine erkleckliche Zahl von Obdachlosen in blauen Zelten angesiedelt, wenige Meter vom Sockel des zweitürmigen Riesengebäudes entfernt. Primitive Zelte als Verhöhnung der vollendeten babelischen Bauten? Wer denkt denn an sowas? Wirklich primitiv ist die Siedlung nicht. Man sieht Fahrräder, Besen und Schaufeln, Wäschespinnen, Wasserkanister, Styroporkisten, wahrscheinlich zu Kühlzwecken, Schuhpaare vor den Eingängen, auch Schmuck, Porzellanhunde, mit Wasser gefüllte Plastikflaschen, die angeblich die Katzen fernhalten. Weiter unten, zwischen Schrein und Polizeihütte, die die Form eines griechischen Rundtempelchens hat, ist eine öffentliche Toilette. Ich gehe an einem Bärtigen vorbei, der mit einem Heft auf einer Steinbank sitzt. Oft habe ich in Japan erlebt, dass sich Obdachlose mit Lektüre die Zeit vertreiben. Was der Mann liest? Er schaut sich Bilder von Frauen an. Zeichnungen, eher Schemata. Ein Katalog von nackten Kleiderpuppen. Nishi Shinjuku, das Vergnügungsviertel, kommt in dem Buch vor, das ich gerade übersetze. Die Heldin läuft ihrem Liebhaber durch eine schmale Gasse zwischen Huren und Strichern davon. Nein, ich suche nicht nach solchen Schauplätzen. Besuche auch keine Geburts- und Todesstätten von Dichtern, Malern oder Filmregisseuren. Dasei ist irgendwo hier in einen hochwasserführenden Fluss gesprungen. Gefunden hat man ihn viele Kilometer entfernt. Der Fluss wird heute ohnehin verschwunden sein, wie die Kaschemmen, die er besuchte. Es sind nur noch Phantomorte, die ich hinter den jetzigen ahnen kann. Vergnügungsviertel am helllichten Tag. Noch dazu, wenn es heiß ist. Nein, danke. Habe ich einmal gemacht, auf Empfehlung eines deutschen Ethnologen. 10 Jahre ist das her. Ginza im August. Hirnverbrannt. Stattdessen mache ich mich auf die Suche nach den Sozialbauten, die ich ebenfalls vor vielen Jahren hier in der Nähe bewundert habe. Sie waren tatsächlich den Plattenbauten ähnlich, die ich in Ungarn kennengelernt habe, in dem ich dort wohnte, umgeben vom Gezwitscher der Vögel, die den nahen Auwald bevölkerten. Die Plattenbauten in Nishi Shinjuku, ebenfalls schmuddelig, gelblich, abblätternde Wände, Risse von einstigen Erdbeben mit sorgfältig gepflegten Blumen und Gemüsegärten vor den Eingangstüren. Ich habe sie nicht gefunden, habe mich bald woanders hintreiben lassen. Vielleicht existiert diese Siedlung nicht mehr. Stattdessen gefunden? Erschöpfte Arbeiter auf einem Spielplatz, Ellbogen auf die Knie gestützt, Kopf zwischen den Handflächen. Einen dreieckigen Blumenplatz in der Mitte eines rechteckigen Platzes,
der vorsichtig von dem ein oder anderen Auto umfahren wurde, gleichsam beschnuppert, wie von riechlustigen Hunden. Meta. Endlich das Meer. Man spürt es schon, sieht es, riecht es. Man sieht es an der umfassenderen Helligkeit, die die zahllosen Wohntürme umgibt. Mehr Licht, mehr Luft. Land's End. Und doch kein Ende. Immer noch nicht. Die Stadt geht weiter. Das Land schiebt sich hinaus. Brücken, künstliche Inseln. Becken, Kanäle statt Meer. Sehnsucht nach dem Meer haben vor allem Leute aus meerlosen Gegenden, wie einst Freddie Quinn. Die Bewohner von Inseln und Halbinseln wenden sich vom Meer ab, schützen sich davor, ziehen Welle auf, die dann manchmal doch nicht genügen, wie beim Tsunami von Tohoku. Trotzdem begebe ich mich auf die Suche nach dem Ende. Das Ende hinter dem vermeintlichen Ende. Jogger, Hundeausführer, Lagerarbeiter, hartnäckige Pflanzen, Büsche, Autoreifen an den Flanken der Schiffe, nicht einmal Teergeruch. Ich gebe auf, gehe zurück. Nun ja, ehrlich gesagt ist es mir ohnehin nicht so ernst mit dem Ende. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude der Schifffahrtsgesellschaft fielen vor meinen Augen zwei Handschuhe von einem Fahrrad zu Boden. Ich bückte mich, legte die Handschuhe vorsichtig auf den Sattel. Die Fahrerin war eine junge Frau. Ich sah sie nur aus den Augenwinkeln, wollte mich nicht aufdrängen. Sie hob einen 2- oder 3-jährigen Jungen aus dem Sitz und war gerade dabei, ihr Kind auf dem Asphaltboden abzustellen, als sie meine Geste bemerkte und mich mit einem Ausdruck von Staunen und Dankbarkeit ansah. Nicht ins Gesicht, nein, wie auch ich ihr nicht ins Gesicht sah. Wir trugen beide Mäntel und Schals, wie die meisten Leute an diesem Wintertag. In solcher Vermummung ist man nicht wendig, geht nicht aus sich heraus. Aber für eine Sekunde oder zwei hielten wir die Anwesenheit des anderen fest. Und es war da eine Verbindung, nur für diesen kurzen Moment. Dann wandte sich die Frau ihren Kindern zu. Da war noch ein zweites, größeres, das mit dem eigenen Fahrrad gekommen war. Offensichtlich wohnte die Familie in einem der vielen Hochhäuser in der Nähe, am Ufer der Bucht von Tokio. Später sah ich auch den Vater der beiden Kinder, der mir auf Anhieb gefiel, mit seinem schmalen, gepflegten Wangenbart, in rechteckigen Brillen und der ein wenig Hip-Hop-mäßigen Mütze. Ein Intellektueller, dachte ich. Nicht nur er, auch seine Frau. Eine intellektuellen Familie. Oder vielleicht in der Musikindustrie tätig. Und der Haltungsbranche. Sicher kein Salaryman. Wer weiß. Ich widmete mich dem Fluss und den Brücken. Machte Fotos, zu viele. Wie jemand, dem langweilig ist, der sich von der Wirklichkeit ablenken will. Paul Matitsch las einige Ausschnitte aus Tokio-Fragmente von Leopold Federmeier. Der oberösterreichische Autor und Übersetzer schreibt Romane, Erzählungen und Essays und lebt in Hiroshima, wo er an der Universität Deutsch unterrichtet. Sein aktuelles Buch Tokio-Fragmente ist heuer im Otto-Müller-Verlag erschienen. Das waren die heutigen Radiogeschichten.